Wir sind im Lungau. Das ist im Thomatal, Österreich. Und das Wetter habe ich bestellt, malerische Kulisse. Und wir sind hier heute beim Automotor und Sport Wintertraining Powered by Bridgestone. Das ist eine Traditionsveranstaltung, gibt es schon ewig. Und ja, und hier kann, sagen wir mal, können Leser von Automotor und Sport, aber auch wer auch immer will, ein Training buchen. Ja, und dann zusammen mit unseren Partnern, in dem Fall halt, wie erwähnt, Bridgestone, aber auch Audi, mal erleben, ein Fahrzeug auf Schnee und Eis sicher zu bewegen, Grenzbereiche auszuloten. Und wir haben auch hier einen sehr schönen Handling-Parcours, Kilometer lang. Und wir dürfen auch parallel die Autos wirklich auch mal im Drift bewegen, ja, einfach mal an die Limits. Wir dürfen uns auch mal drehen, wir dürfen auch mal im Schnee feststecken. Wir dürfen halt alles machen, was wir auf der Straße eigentlich so nicht anwenden dürften. Auf der zugefrorenen Strecke haben etwa 20 Teilnehmer in kleinen Gruppen die Möglichkeit, ihre Fahrfähigkeiten zu verbessern. Die erfahrenen Instruktoren beobachten die Übungen und geben direktes Feedback. Ich habe das Glück, heute mit einem sogenannten Audi RS Q3 fahren zu dürfen. Also ein Quattro, Vierradantrieb, variabel der Allrad. Mal interessant zu sehen, wie so ein Auto sich hier heute auf dem Gelände verhält. Unter der Haube steckt der Audi-typische 2,5 Liter Turbo-5-Zylinder. 400 PS und 480 Newtonmeter stehen bereit. Bridgestone Blizzak LM005 übertragen die Kraft auf das vereiste Geläuf. Keine leichte Aufgabe für das Gummi. Neben dem Reifen zählen allerdings noch andere Basics. Das Allerwichtigste ist zunächst mal, dass wir in einem Auto die richtige Sitzposition finden. Das ist ein Klassiker. Dass wir also wirklich versuchen, den Kontakt zum Lenkrad zu haben, dass wir nah genug dran sitzen, dass ich in der Lage bin, wirklich auch die richtige Lenktechnik, wie dieses Übergreifen jetzt hier anzuwenden beispielsweise. Und das ist die Basis des Autofahrens. Und man sieht ja, ich kann jetzt immer noch ganz dynamisch lenken. Das liegt aber daran, dass ich eine Jacke anhabe, die sehr dünn ist, also die hat die Bewegungsfreiheit ist noch gegeben. Normalerweise plädiere ich immer dafür, dass wir auf jeden Fall so dicke, schwere Jacken ausziehen, dass wir mit dem Oberkörper, mit den Armen frei arbeiten können und vor allen Dingen, dass auch der Gurt, auch der Beckengurt und so weiter schön sauber am Körper anliegen. Und das ist mit der Jacke hier noch gewährleistet, ansonsten immer ausziehen. Auf der etwa 3 Kilometer langen Strecke erledigen die Teilnehmer Übungen wie Bremsen und Ausweichen, Slalom oder das freie Fahren über den Rundkurs. Zur Verfügung stehen verschiedene Audi Sportmodelle. Wir haben das Problem vor allen Dingen jetzt, dass das Eis immer rutschiger wird. Das heißt, wir fahren immer mehr Runden und das Eis poliert sich immer weiter ab. Und ich habe Ecken und Stellen, wo es teilweise sehr griffig ist und teilweise wieder sehr rutschig. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, Leute, studiert eure Fahrbahn. Ja? Wir müssen sehen, wie die Fahrbahn ausschaut, wir müssen sie studieren. Hier ist es jetzt zum Beispiel sehr, sehr glatt, da kommt die Sonne noch drauf. Die Teilnehmer haben alle fleißig Gas gegeben. Fahren wir hier in den schattigen Bereich rein, dann wird die Fahrbahn wieder griffiger. Und das musst du natürlich mit allem, was du tust, immer berücksichtigen. Ne? 1 km/h mehr oder weniger, speziell am Eingang einer Kurve, sind absolut entscheidend darüber, ob der Reifen die Haftung aufbaut, ob er die Seitenführungskraft übertragen haben wir jetzt hier. Jetzt bin ich hier, jetzt wird es plötzlich rutschig, ja, und ich rutsche raus. So ein Reifen ist ja ein Wunderwerk der Technik. Der muss ja vieles können. Wir haben, sagen wir mal, im Winter nicht nur diesen Schnee, sondern auch wirklich, wir haben auch trockene Fahrbahnen und nasse Fahrbahnen. Und abhängig von der Region, in der wir wohnen, bieten Reifenhersteller auch verschiedene Charakteristiken an Winterreifen an. Aber nichtsdestotrotz ist für mich der Winterreifen, auch wenn ich im, sagen wir mal, im Flachland lebe, wo wir wenig Schnee haben, wird er mir immer Vorteile bieten. Der Reifen ist weicher von seiner Gummimischung. Das merkst du auch, wenn du diesen Reifen anfasst. Obwohl wir jetzt hier heute, im Moment hatten wir, glaube ich, minus 13 Grad. Und trotzdem ist dieser Reifen in seinem Aufbau immer noch weich. Ich kann diese Gummiblöcke hier bewegen. Ich spüre einfach, dass dieser Gummi sehr weich ist. Und dieser weiche Gummi wiederum,
der sorgt dafür, dass wir auch auf einer nassen Straße beispielsweise den Kontakt, die Verzahnung aufbauen und der Gummi arbeiten kann. Auch wenn wir langsam fahren, aber wenn ich trotzdem plötzlich bremsen muss, dann habe ich mit so einem Reifen einen kürzeren Bremsweg als zum Beispiel beim Sommerreifen und auf Schnee und Eis mal ganz zu schweigen. Trotzdem sind auch die Handling-Eigenschaften im Trockenen sehr, sehr gut. Und wenn dann der Schnee kommt, dann ist es tatsächlich so, dass wir hier in diesem Reifen die sogenannte Lamellentechnik sehen. Und diese Lamellen wiederum, die können sich auch hier bewegen, man kann die öffnen und die sorgen dann für die Verzahnung auf Schnee und Eis. Ich mache keine Kompromisse. Für mich gibt es im Winter einen reinen Winterreifen und im Sommer einen Sommerreifen. Ich weiß, dass Allwetterreifen für viele so einen Kompromiss darstellen. Die sagen, ah komm, ich lebe im Flachland, wir haben wenig Schnee. Aber dieser Reifen ist und bleibt ein Kompromiss. Der kann im Trockenen, im Sommer und auch bei Nässe meistens nicht das, was ein richtiger Sommerreifen kann. Und er kann auch nicht das, was ein richtiger Winterreifen im Winter auf Nässe, Trockenheit oder Schnee sogar kann. Und das sind immer faule, für mich persönlich faule Kompromisse. Und ich habe gelernt, dass wir beim Reifen keine Kompromisse machen dürfen. Es geht auch noch weiter mit, wie alt darf ein Reifen beispielsweise sein. Ja, weil ich da teilweise erlebe, ich spreche davon, dass das Gummi so schön weich ist. Diese Weichmacher, die verflüchtigen sich mit der Zeit. Also ich für mich würde dafür sorgen, das ist meine persönliche Meinung, bei mir würde ein Winterreifen nie älter als 4 Jahre werden. Was die Reifen, das Auto und der Fahrer können, zeigt sich bei der Fahrt ohne Regelsysteme. Der Allradantrieb verteilt per Lamellenkupplung die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse. Ich habe jetzt den ersten Gang drin, ich lenke jetzt mal ziemlich stark ein und gebe Gas. Und du siehst, dass die Hinterachse sehr stark ausgebrochen ist, ja? Weil der hat dann diesen Untersteuermoment für sich erkannt. Hier jetzt auch, ich lenke mal stark ein, ja? Und du siehst, das Heck bricht massivst aus. Ja? Und so versuche ich mir halt auch immer wieder beim Fahren, das hier mache ich jetzt über die Geschwindigkeit, da hat es nichts mit Antrieb zu tun, das sind Lastwechsel, die ich provoziere, aber durch dieses Spiel mit der Lenkung variiere ich auch so ein bisschen die Verteilung der Antriebskräfte. Und das ist aber auch etwas sehr Spezielles, das ist auch ein bisschen allradspezifisch, was wir jetzt hier machen. Und ich glaube, die Basis ist immer die, dass die Teilnehmer lernen, keine Angst vor dem Rutschmoment zu haben. Ja, dass also Unter- oder Übersteuern für dich Automatismen werden, dass du sagst, okay, es untersteuert, du erhöhst vielleicht nicht den Lenkwinkel sinnlos, du würdest auch vielleicht mal bremsen, um Tempo rauszunehmen, dass du einfach so diese fahrphysikalischen Dinge verstehst und dass du, wenn ein Heck ausbricht, intuitiv gegenlenkst. Und auch natürlich ein Riesenthema ist immer die Blicktechnik. Ja. Du musst immer dort hinschauen, wo du hin willst. Das ist das A und O. Genau wie deine Vorderräder. Die zeigen immer dorthin, wo du hin möchtest. Ja? Wenn das Heck ausbricht, ich lenke nach links gegen, zeigen jetzt nach rechts gegen. Aber meine Räder zeigen immer in die Fahrtrichtung, ja, wo ich hin will. Ich meine, die Basis, um ein besseres Gefühl für alles zu kriegen, ist natürlich, so ein Training zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Damit bekommst du ein Gefühl, du siehst mehr, du nimmst diese Dinge alle mit und kannst dann auf der Straße diese Erfahrungen auch sehr gut anwenden. Wir fahren jetzt mal mit Regelsysteme aktiviert. Bin ich selber mal gespannt, wie er reagiert. Also wir haben jetzt quasi eine Traktionskontrolle beim Beschleunigen. Wir haben, merke ich sofort, beim Einlenken hatte ich einen Heckausbruch und ich konnte sofort einen kontrollierten Regeleingriff, in dem Fall war das vorne links am Rad, spüren. So, jetzt hier mal gucken, was passiert. Ich lenke jetzt mal voll ein und siehe da, hast du mal gesehen, der hat jetzt besser eingelenkt wie vorher. Warum? Weil er auf der inneren Seite überbremst hat. Ja? Und damit hat er quasi die Seitenführung abreißen lassen und aus dem Untersteuerer einen Übersteuerer gemacht. Neben den technischen Raffinessen der Autos steht für die Teilnehmer vor allem der Spaß im Fokus. Am Ende des Trainings erhalten die Besten einen Preis. Doch am wichtigsten sind die neuen Erfahrungen am Lenkrad, selbst für gestandene Profis. Ich kann mit den Teilnehmern mitfühlen. Also, weißt du, ich mache ja seit 40 Jahren, bewege ich mich mit 4 Rädern, mit dem Kart angefangen. Wenn ich Spaß habe, immer noch, und das nach 40 Jahren, dann weiß ich genau, dass die Teilnehmer einen Mega-Fun haben.
Die Klasse Kremise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.